Ja, hallo, zurück zu einer neuen Folge Dreamlight Valley. Ja, es geht weiter. Wir haben in der letzten Folge angefangen, uns mit Rapunzel und dem lieben Gaston anzufreunden. Mit Eve haben wir das schon. Ich würde jetzt gerne Eve, gelevelt habe ich noch nicht wirklich mit ihr. Ich würde sie jetzt gerne einmal noch leveln. Dich will ich nicht, ich will deine Freundin haben. Aber ich möchte gerne Kümmel sammeln, weil da haben wir schon ein wenig. Ja, sind wir schon ein wenig weiter mit den Punkten. Die würde ich gerne halt noch holen. Da hinten ist noch welche. Weil dann kriegen wir nämlich Tante. die. Hallo. Ich habe etwas für dich. Du willst die hier. Alexandrit haben wir leider noch nicht. Ich hoffe, das reicht dann. Ich habe mit ihr heute. Ja, Level 2. Super und perfekt. So, ich möchte mit ihr Zeitveränderungen gerne machen, weil das ist. Hier geblieben. Ich habe etwas für dich. Tomate. Noch ein Level. Sehr schön. Ja, ich möchte mit dir gerne mit dir abhängen. Das wäre sehr nett. Dann können wir nämlich die Zeitveränderung hier im Moment da. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen mehr durch die Zeitveränderung. Das ist ein neuer Berufszweig jetzt. Und dann kriegen wir ein bisschen mehr. Aber, oh, ah, wir kriegen sogar ein Level. Super. Das hat für ein Level abgereicht. Jetzt kriegen wir ihr Gesicht. So, das will ich. Sehr schön. Dann haben wir schon wieder 14.000, weil wir brauchen ein wenig von dem Ganzen, damit wir hier weiterkommen. Sag mal, hast du einen Freund oder eine Nö, habe ich nicht. Der ist wahrscheinlich drüben. So, jetzt gucken wir mal. Ich war, wie gesagt, schon zumindest mit dem Sammeln halbwegs fleißig. Hab auch schon angefangen, Tiere hier zu tamen. So. Ja, danke, dass du nichts rauswirfst. Danke für nichts. Okay. Ja gut, sie ist noch nicht so weit. Sie ist erst Stufe 3. Da wird das noch ein bisschen dauern. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Aufgaben. Ja, da müssen wir noch ein bisschen machen, aber da werde ich jetzt nicht mich drum kümmern. Das Wichtigste haben wir zumindest geschafft. Wenn wir mal gucken, Belohnungen. Ja, wir haben zumindest schon mal ja, die paar Sachen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Die Bank haben wir uns geholt. Ich habe die Schuhe hier noch nicht freigeschaltet. Ich werde das als nächstes hier freischalten. Dann haben wir natürlich die Kugeln. Den werde ich dann noch freischalten. Die finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Die haben wir freigeschaltet. Also das und die zwei werde ich auf der Stufe als nächstes freischalten. Dann werde ich das noch freischalten. Und wie man sieht, ich habe die liebe Belle als Weihnachtsskin und auch die liebe Arielle als Weihnachtsskin. Das werde ich auch noch freischalten. Das wird alles oben dann Richtung dem Eisgebiet auf der anderen Map gehen, der eisigen Höhen, weil es da am besten hinpasst. Da ist ja eine Winterlandschaft. Jetzt haben wir da was, wo wir da hinpacken können. Ich werde auch, denke ich mal, Gastons, ja, Häusle, wenn wir das auch weitermachen können. Wenn wir das weiterbekommen, werde ich das dann wahrscheinlich auch da dann. So. Okay. Rauswirft sie noch nichts. Ja, gut. Gut, ich bin schon mal zufrieden, dass sie Level dadurch kriegt. Ich weiß ja nicht, inwiefern das bugfrei ist. Wir wissen ja, ein paar Bugs gibt es immer mal wieder bei einem Release. Und auch Dreamlight Valley ist leider nicht davon gefeit. Ich glaube, das ist da drüben, ja. Das ist beim Tisch. Ich muss mich auch noch mit, habe ich gemerkt, mit Merlin unterhalten, denn da bekommen wir wohl diesen antiken Tisch für unser Haus, denn war mit Bella ein bisschen im Stream auch. Sie hat die andere Map weitergemacht, nicht hier. Das heißt, ich wurde nicht so wirklich, wurde nicht gespoilert. Dich habe ich, glaube ich, noch nicht, Äffchen, ne? Das ist gut. Dann komm mal her. Ah, jetzt hat sie was geschmissen. Sehr schön. Wo ist denn jetzt hingerannt? Da. Weiter.
Den haben wir nämlich noch nicht, das weiß ich. Ich habe den Weißen heute gefüttert. Komm. So, bei dem wissen... Sag mal, bist du bald mal fertig? Bist du jetzt mal bald fertig? Na, endlich. Meine Güte, hat er gebaut. Ja, die mögen Bananensplit. Ja, hätte ich auch mal Bock drauf, mal wieder. Na, mal nächstes Mal im nächstes Jahr, wenn es mal wieder Frühjahr wird, wahrscheinlich mal hier ein Eislokal besuchen. Gibt hier eins in der Nähe bei mir. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ganz okay. Zumindest war es das. Ich weiß nicht, ob es besser immer noch so ist. Ich war aber auch schon ganze Weile nicht mehr. Ein ehemaliger Arbeitskollege, der ist da sehr oft immer hingegangen. Weiß auch gar nicht, ob... Na doch, dieses Jahr hatte ich ihn Anfang des Jahres einmal gesehen. So, gut. Dann gehen wir mal erstmal Richtung Ah, warte mal, wo ist Merlin eigentlich? Der alte Kauz. Wo ist der? Der ist gar nicht... Wo ist Merlin? Wo ist Merlin? Ich habe ihn doch noch... Ach, da unten ist er. Okay, dann gehen wir erstmal zu Merlin. Und danach porten wir uns einfach zu Rapunzel. Bin mal gespannt, ob schon wieder was gespawnt. Tatsächlich, hier ist schon wieder was gespawnt. Da unten. Das geht echt schnell, dass das Zeug neu spawnt. Aber da bin ich nicht böse drüber. Ne, hat sie nix. Wo ist Merlin? Ja, wie man sieht, ich habe auch Merlin seinen Winterlock verpasst. So, Merlin, ich möchte Tisch haben. Ich habe die Insel. Sie ist. Nun, sie ist ein Wunder. Hier gibt es so viel zu lernen und zu entdecken. Oh, pass auf. Das bin ich mal gespannt. Ja, die Insel bietet mehr Möglichkeiten für solche Dinge. Aber ich bleibe bei meinen Recherchen und überlasse dir das Dekorieren. Süß. Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Ich lerne gerade, wie diese herrschaftliche Sanduhr funktioniert. Aber ich würde gerne noch mehr über diesen Ort erfahren. Ah ja, die herrschaftliche Sanduhr. Was für ein Glücksfall, dass du sie gefunden hast. Zweifellos wird sie uns helfen, alle Wunder dieser Insel zu entdecken. Mit dem Nebel in der Sanduhr kannst du Stellen reparieren, an denen die Zeit... Nun ja, man könnte sagen, dass die Zeit verletzt ist. Ja, das haben wir ja schon gesehen mit der Brücke. Nutze die herrschaftliche Sanduhr, um mehr Nebel zu erhalten, damit du mehr von dieser Insel entdecken kannst. Der Nebel scheint also sowohl mit der Benutzung der Sanduhr als auch mit der Pflege der Insel der Ewigkeit verbunden zu sein. Kein Problem. Um mehr Nebel zu finden, werde ich einfach weiter... ein Geheimnis dieses Ortes. So sieht Einsatz des Verstandes aus. Und ich nehme an, du hast begonnen... Jetzt kriegen wir die Magie der Tische der Zeit aufzudecken. Nur ein bisschen, aber ich würde gern mehr wissen. Es gibt keinen besseren Weg zu lernen, als zu experimentieren. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Wir haben ja den Tisch schon auf die nächste Stufe aufgerichtet. Ich könnte ihn jetzt rein theoretisch nochmal aufrüsten auf 10.000. Habe ich ja jetzt genug zusammen. Aber ich möchte ehrlich gesagt lieber noch ein bisschen was freischalten. Hier. Ich würde sagen, da ist er drin. Ich habe diesen Tisch der Zeit bei meiner Erkundung der Insel entdeckt. Darin befindet sich Echos von Gegenständen, die einst hier auf der Insel der Ewigkeit standen. Wenn du den Tisch der Zeit untersuchst, siehst du, wie du diese Gegenstände mit den Materialien, die du in der Sanduhr findest, wieder herstellen kannst. Ich bin gespannt, was wir mit dir sagen. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir den Tisch der Zeit für uns freigeschaltet, was ich sehr cool finde. Gehen wir erstmal ins Haus zurück, dann gehen wir nochmal ein bisschen in unsere Werkstatt. Packen den mal dahin. So. So, ja, wo machen wir den jetzt hier hin? Machen wir den hier in die Mitte? Wir müssen mal gucken, wie groß der ist. Ist er das? Ja, das ist er. Ah, wir setzen ihn, würde ich sagen, erstmal. Das ist hinten. Setz den erstmal hier hin. Hauptsache, er steht erstmal. So, ist das die richtige Seite? Ne, das ist die falsche Seite. Okay. Die Seite. Ja, verbessere die Sanduhr. Das wären jetzt 10.000, könnte ich machen. Dann würde ich das bekommen und würde nochmal die Aufrüstungen bekommen. Und halt auch Spielfiguren. Ich frage mich ja, wir können ja Spielfiguren andere auch machen. Wo hat man es denn? Fragmente? Ne, das war es nicht. Spezial, genau. Wir bekommen ja Rafiki und Forky.
Jetzt würde mich mal knallhart interessieren. Das ist ja für das Spiel, wie ich von Bella erfahren habe. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen müssen, dass das Spielfiguren sind. Ich dachte erst, es wären Dekorations. Oh, warte mal. Wie viel kostet uns das? Wir warten nochmal damit. Ich frage mich ja, wenn wir hohe Stufen höher gehen, ob wir, was für Figuren wir bekommen. Weil ganz ehrlich, ich würde wirklich mich freuen. So, müssen wir das mal ein bisschen umbasteln hier. Machen wir das so und das hier hin, das hier hin. Da sind ja die anderen. So, jetzt ist das ein bisschen passender. Ja, jetzt passt das ein bisschen besser hin. Super. Kann man zwar nicht benutzen. Wäre cool, wenn wir selber hier spinnen könnten. Wobei die wird nicht funktionieren. Das Spinnrad wird nicht funktionieren. Dafür ist nämlich das entscheidende Problem. Es gibt von dem unteren Pedal kein. Das müsste. Normalerweise ist das Pedal, womit man das Spinnrad hier oben antreibt. Nur es gibt keine Verbindung dazu. Keine funktionierende Verbindung. Sagen wir es eher so. Das wäre so cool, wenn man den benutzen könnte. So, ja, sonst hat man im Haus nichts getan. Wie man von außen sehen konnte, ich habe den hier doch den Skin vom Schloss in den gewechselt, den wir geschenkt bekommen haben. Beim Update. Ich dachte mir, das Schloss ist ein bisschen zu groß für hier. Deswegen habe ich erstmal das hier gemacht. Es reicht, wenn wir auf unserer Hauptinsel. Ja, Goofy Das ist aber ist wirklich eine auch hübsche. in Weihnachtsstimmung. Er ist der Schaffner vom Polarexpress, wie man sieht. Ich glaube, das war sogar auch letzten Winter, wo wir bekommen haben. Jetzt haben wir halt noch zwei weitere Winterskins bekommen. Mickey, ja, Mickey kommt hier uns auch gerade entgegen. Der hat auch den Winterskin drauf. Ich bin mal gespannt, wie viel noch kommen. So, jetzt gehen wir erstmal zu der lieben Rapunzel. Denn ich finde so ihren Turm ein bisschen wichtiger. Ist da oben, ne? Ja, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter in die Richtung. Lieber zu viel sammeln als zu wenig. Hier? Ja, ist noch ein Stück weiter oben. Interessant. So nach und nach lernt man echt das Ding ganz gut zu meistern. Das müsste hier hinten irgendwo sein. Ja, hier beim Wasserfall. Ah, fast richtig. Also wie gesagt, so nach und nach lernt man das Ding zu meistern, denn man sieht das jedes Mal, wenn ich das benutze. Da ist noch einer. Der hier? Der ist auch dahin am Wasserfall. Weil man sieht oben im Balken immer kleiner werden. Nee, der ist nicht hier. Wo ist der denn hier? Der ist hier? Nein. Ist der echt auf der Insel da hinten? Gehört das noch dazu? Ja, man sieht, wie oben der Energiebalken nämlich dadurch immer kleiner wird durch jede Benutzung. Das, ja, sehr schön. Ich schmeiß was raus. Supi. Deswegen ist es besser, den gar nicht so oft zu benutzen. Mama, hatte ich dich schon? Dich hatte ich schon. Das weiß ich. Dich hatte ich heute schon. Das ist nämlich der Standard-Kapibara. Ich gehe mal von aus, dass das andere in einem der Gebiete hier unten rumflitzt. Wir haben ja noch nicht alles hier freigeschaltet. Weil, wenn man mal sieht, uns fehlt vom Dschungel hier noch die Lagune und die Promenade. Und hier fehlt uns noch das Grenzland und die Oase. Also es fehlen uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebiete. 6 Gebiete fehlen uns in jedem Abschnitt. Weil das ist halt ein Gebiet. Das ist halt ein Gebiet und das ist halt ein Gebiet. Und da fehlen uns noch 6 Abschnitte und. Oh, hallo. Hallo. Da in die Richtung. Lauf, 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 Forest. Da. Okay. Okay. Die Richtung. Ich hab. Passt. Immer noch nicht. Ziemlich am Rand. So, wo ist der nächste? In die Richtung. Hier. Ist der nächste in die Richtung? Man muss sich ja relativ beeilen. Ah, schade, verpasst. Nur drei. Schade. Gut. Was kostet eigentlich das Gebiet? Das kostet auch 10.000. Und das geht da runter. Da ist ein neuer Brunnen.
Und ich glaube, da dürfte noch. Hier dürfte noch ein Stand von Goofy bestimmt sein. Also, das wurde hier ein bisschen anders da gelöst als auf der anderen Welt, wie man sieht. Also, ich sehe jetzt nur einen Brunnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier auch noch ein Stand von Goofy ist. Okay, da ist noch ein bisschen Zeit. Da würden wir eigentlich sogar noch was zurückkriegen. Gut, guck mal, was Rapunzel von uns will. Vielleicht. Aha. Männer sind zu moosig und brüchig, um sie hochzuklettern. Wir müssen einen anderen Weg finden, um die Insel zu retten. Lass uns von hier verschwinden, okay? Warum hast du gleich so viel Angst, Seufz? Ich hätte bis schon mal erst als das Echo von Mutter Stimme hörten. Ich glaube, der Turm ist verflucht. Der Turm ist verflucht? Seit wann? Ich bin nicht sicher. Manchmal sehe ich einen Schatten von Mutter im Fenster, der auf mich herabstarrt. So sieht immer so enttäuscht aus. Ach, macht dir da keinen Stress. Ich bin sicher, es ist ein weiteres magisches Echo. Ein Echo von was? Was, wenn es etwas Dunkles ist, etwas Gefährliches? Vielleicht war das, was du gesehen hast, eine Kombination aus der Macht der Symbole der Zeit und deinen Gefühlen für Mutter Gothel. Ja, ich würde sagen, das könnte es sein. Ich brauche vielleicht deine Hilfe, um es aufzuhalten, was auch immer es ist. Na gut, okay. Wenn du mich brauchst, ich bin hier. Toll. Und wie kommen wir da hoch? Mutter hat mir einmal eine Geschichte von einem Jungen erzählt, der eine riesige Bohnenranke wachsen ließ, um einen Riesen in den Wolken zu erreichen. Weil er seiner Mutter nicht gehorchte, um die magischen Bohnen zu kaufen, verschlang ihn der Riesen. Nein, 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 Rapunzel, das geht ein bisschen anders da. Jack und die Bohnenranke geht ein bisschen anders da. Jack sollte eigentlich die Kuh verkaufen und hat dafür die Bohnenranken gekriegt. Oder war es das Pferd? Ich glaube, in manchen Geschichten ist es ein Pferd, in manchen Geschichten ist es eine Kuh. Aber er hat sich halt die magischen Bohnen ausschwatzen lassen. Und der Riese hat ihn nicht verschlungen. So geht Hans und die Bohnenranke nicht. Genau. Ja, in der amerikanischen Version ist es meistens Jack. Das Hans ist mehr die deutsche Variante. Mein Freund Mickey bitten, dir irgendwann die richtige Version zu erzählen. Stimmt. Das ist gut. Das ist ein toller Insider. Geil. Mickey hat nämlich mal selber in so einem Märchen, in so einem Film mitgemacht, wo er nämlich der sozusagen war, der die Bodenranke hochgeklettert ist und gegen den Riesen gekämpft hat. Und naja, was soll ich sagen? Er hat gewonnen. Hallo, es ist Mickey. Mickey verliert nicht. Ich mag die Idee mit dem Wachsen und Klettern. Ich habe in der Oase in den funkelnden Dünen ein paar ziemlich starke Ranken wachsen sehen. Vielleicht könnten wir ein paar Samen besorgen und hier Ranken wachsen lassen, um den Turm zu erklimmen. Oh, aber die Ranken werden noch lange nicht hoch genug sein. Idee, wir haben meine Sanduhr. Wenn ich in der Oase ein paar magische Samen für Ranken finde, kann ich sie einpflanzen, die Dinge beschleunigen. Wir werden den Turm im Handumdrehen hochklettern, buchstäblich. Okay, wenn du sicher bist, vielleicht kannst du in der Oase ein paar Samen für Ranken finden. Aha. Und dann ist Turmfenster, nur für den Fall. Okay, jetzt ist die Ich unterhalte Frage. mich so gern mit dir. Das war so klar. Ja. Gut, dass wir noch die Zeit haben. Denn wir müssen. Okay, was ist das? Nee, oder? Okay, die sind in der Nähe der Oase. Das heißt, sie wachsen auch hier. Wenn wir Glück haben, sind hier noch mehr. Also einmal haben wir gefunden, drei brauchen wir. Gleich haben wir Glück und hier sind noch mehr. Da hinten ist noch was. Ja. Okay, das ist Nummer 2. Jetzt brauchen wir nur noch Nummer 3. Und ich würde sagen, da ist Nummer 3. Oh, da haben wir mal Glück gehabt. Perfekt. Yay. Kehre zu Rapunzels Turm zurück. Juppie. Ja, da können wir auch hier lang gehen. Das heißt, wir müssen doch nichts freischalten. Das ist cool. Da ist Türmchen. So, packen wir mal hier weg.
Sehr schön. Ja. Hier. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Was machen die denn hier? So, hallo Rapunzel. Oh, da ist das Kapibara. Ich habe gerade wieder Mutters Stimme gehört. Und sieh mal, diese seltsamen Fenster sind gerade aufgeladen. Ich habe ihre Stimme auch gehört. Nun, denk nur daran, dass es... Die ist nicht wirklich. Es ist eine Art Magie. Richtig. Okay, ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Hast du die Samen für die Ranken gefunden? Ja, habe ich. Das ist fantastisch. Während du weg warst, habe ich für jede Ranke einen Platz freigemacht. Alles, was du tun musst, ist, einen Samen einzupflanzen. Sobald ich sie eingepflanzt habe, kann meine Sanduhr den Rest erledigen. Dann haben wir sofort Ranken. Bist du bereit, Rapunzel? Nein, ja. Ja, das ist es, was wir tun müssen. Sehr schön. Wo ist das Kapibara? Annehmen. Hallo, meine Süße Kapibara. Hier, du kriegst den Kohl. Das ist richtig cool, die Farbe von dem. Ah, noch nicht so weit. Okay. Das ist aber schön, dass die Kannenpflanze direkt davor wächst. Ja, hier rein. Übertragen. Ah, warte mal. Ja, wo denn noch? Hä? Ach. Und jetzt? Okay. Betreten. Interessante Methode. Okay. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Es passiert. Ich versichere dir, es war nicht so ein Chaos, als ich gegangen bin. Oh, der Teppich ist schön. Oh, den will ich haben. Muss die Macht des Juwels der Zeit sein. Das muss hier sein. Ich kann es spüren. Ich räume etwas von diesem Chaos weg. Wir müssen so schnell wie möglich zur Truhe kommen, bevor es noch schlimmer wird. Ja, das werden wir schon schaffen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir machen erstmal die weg. Dann machen wir das weg. Oh, hier sind einige schöne Sachen dabei. So, wie machen wir das? Oh, hier ist eine Erinnerung. Die holen wir uns doch mal. Okay, da ist... Bäm. Da hinten ist noch einer. So, okay, es ist nur eine schriftliche. Machen wir so, so gut. Sich wie eine gute Mutter, aber sie ist so kontrollierend. Innerung braucht Freiheit, um sich selbst zu finden. Wenigstens ein bisschen Zeit außerhalb des Turms. Das sind wir. Das sind wir. Weil Flynn kann es noch nicht sein, beziehungsweise Eugene, weil der ist noch nicht im Spiel integriert. So, das ist Rapunzel wieder. Mit beiden Beinen auf dem Boden. Der Turm sieht so hoch aus. Wie kommt es, dass ich mich so klein fühle, so, wo ich so weit oben war? Ah ja. Gut, dann machen wir dich hier weg. Bäm. Oh, das ist die Blume. Das ist die Blume. Das ist die Sonnenblume. Außer die Blume mit dem Sonnentropfen, die Rapunzel ja die Fähigkeiten verliehen hat. Oh, geil, ich hoffe, die kriegen wir auch als... Okay, wie kriegen wir das jetzt weg? Ja, okay, und nun? Wie kriegen wir den weg? Ah, warte mal. Truhe, da. Ah! Ach, Gotel, geh mir nicht auf den Zeiger. Ich sag doch, die ist nicht echt. Ist das? Es ist Mutter, aber aus Sand. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Nein, nein, das kann ich nicht tun. Rapunzel, hör mir mal auf. Ich kann es nicht leiden, wenn du brabbelst. Rapunzel, ich glaube, du musst mit dem Ding reden. Sag ihm, dass es weggehen soll. Sag ihm, was du fühlst. Warum? Warum ist es wichtig, wie ich mich fühle? Du musst mir versprechen, dass du nie wieder darum bittest, diesen Turm zu verlassen. Sei einfach ehrlich. Ja, genau. Sei stark. Du bist stark, Rapunzel. Das haben wir im Film gemerkt. Ja, Mama ist für die Karte. Genauso wie für die Insel der Ewigkeiten und für all die Talbewohner, die ich dir vorstellen werde. Mach es für dich selbst. Es ist zu gefährlich da draußen. Liebes Mutter weiß mehr. Habe ich recht? Nein, nein. Gotel, du hast nicht recht. Mutter, du hast mich erschreckt, als du verschwunden bist. Du hast mir gesagt, das Tal sei ein schrecklicher Ort. Aber das ist nicht wahr. Und das hat mich verletzt. Wow, es fühlt sich wirklich gut an, das zu sagen. Zum Rapunzel, sieh mal. Ja, und tschüss.
Tschüssi. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Da ist was drin. Da ist was drin und ich kann es noch nicht nehmen, weil ich erst mit Rapunzel besprechen muss. Diese Sandversion, Mutter ist verschwunden. Ich kann nicht glauben, dass wir das getan haben. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Dinge gesagt habe. Das machen wir jetzt. Ich kann nicht. Ich habe nur Spaß gemacht. Meistens. Die sind ein bisschen düster. Warte, schau. Da ist etwas auf dem Boden im Sand. Ja, das Juwel. Ich unterhalte mich so gern mit dir. Oh ja. Wir haben das Juwel. Bumm. Einen Schritt weiter. Sehr schön. Das nächste Juwel. Ja, jetzt können wir mal ein bisschen uns hier... Ich hoffe, dass der Sand mal hier verschwindet. Jetzt können wir uns mal ein bisschen... Oh, was ist hier noch? Ist hier was? Das sind die Farben, die sie sucht. Das ist cool. Okay, oh, das ist so schön hier. Oh, und die Melodie ist da. Ja, da ist das Fenster. Das haben wir ja schon. Die Gitarre haben wir schon. Die Blumen sind, haben wir auch schon. Oh, das Sofa will ich haben. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon? Ich glaube nicht. Das Bett haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Das Interessanteste sind eigentlich... Oh, die Bilder möchte ich... Die müssten wir eigentlich schon haben. Die Sonne hier. Den Spiegel haben wir. Das sieht anders da aus. Wir sind so ein... die Schaukel. Die möchte ich haben. Also auf jeden Fall die Blume, die Bilder, die Schaukel, das Sofa, den Schrank haben wir schon. Das weiß, meine ich. Oder ist das der... Verwechsel ich das mit dem von Frozen? Gut. Müssen wir mal gucken, da kann ich gleich mal im Inventar gucken. Was ich halt schade finde, wenn ich mir jetzt mal so angucke, von Anna, das ist so ein toller Raum, wo, also das ist das Schloss. Auch wenn ich von außen sage, gefällt es mir nicht so von den Farben her. Das ist zu sehr an den Eispass. Ich hätte mir gewünscht, dass es wie halt Arendelle ausschaut. Das sind ja ganz andere Farben, ganz andere Dächer. Da haben sie ein bisschen zu sehr Richtung Eispalast mit reingemischt. Und hier, das ist halt Rapunzel für mich. Das sieht toll aus. Das finde ich wieder schade. Bei Elsa haben sie einfach nur eine Eishöhle gemacht. Das finde ich echt schade. Also bei ihr hätte ich mir auch ein richtiges Haus gewünscht. Den Eispalast, den ich irgendwo oben hätte hinstellen können. So, Rapunzel, deine Farbe. Ah ja, genau, den Teppich möchte ich auch haben. Ich bin mal gespannt, was wir bei ihr kriegen. Wir müssen sie jetzt hoffentlich freischalten. Meine Farbe, du hast sie gefunden. Ich kann es nicht glauben, dass sie die ganze Zeit hier waren. Danke, Sonne. Es fühlt sich an, als hätte ich alte Freunde wiedergefunden und eine neue Freundin dazu gewonnen. Ich würde sagen, jederzeit, aber ich muss jetzt die Insel retten. Natürlich, los, los. Wir sehen uns bald wieder. Viel Glück. Wirklich? Für mich? Oh, danke. Und ich glaube, wir haben sie freigeschaltet. Ja, wir haben sie freigeschaltet. Und was kriegen wir? So. Und wir kriegen tatsächlich... Oh. Wir kriegen sie. Der Teppich ist dabei. Der Kamin ist dabei aus dem Film. Und wir bekommen ein Kleid. Ist das, ja gut, das ist ein bisschen anders. Okay, also der Teppich, die sind wirklich ein paar schöne Gegenstände dabei. Pascal, den werde ich mir auf dem T-Shirt machen. Den werde ich mir definitiv irgendwo auf dem T-Shirt machen. 100 Pro. Da werden wir uns so einen schönen Look für machen. Für Rapunzel. Das ist cool. So, was kriegen wir denn? Was haben wir denn noch? Oh, Burger Steak. Okay, erstmal werden wir mit ihr schwätzen, dass ihr schon mal hier an. So, ich habe gehört, du hast viel Hobbys. Das war. Gibt es etwas Spezielles, nachdem du fragen wolltest? Über etwas anderes? Über das Gitarre spielen. Oh, ich liebe es, Musik zu machen. Was ist mit dir, Sena? Klingt das wie Musik in deinen Ohren? Bye, bye. Ich sag mal so, oh, sehr schön. Das hat, wie viel hat ihr das gegeben? Wie viel hat ihr das gegeben? Ich sage mal so, also, naja, nicht viel. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt haben wir das hoffentlich freigeschaltet. Das haben wir. Okay, hier ist nichts. Rapunzel, hier sind 6. Aber der wird nicht angezeigt. Warum wird das noch nicht angezeigt? Das heißt, da kommt noch was.
Okay, Dreamlight Valley. Dann gucken wir hier Möbelsets hier. Machen wir weg. Machen wir weg. Ich will mal bei Rapunzel gucken, was wir denn alles freigeschaltet haben. Ich weiß, die ist nämlich hier. 600 Zauberer, Monster AG. Ich finde es schade, dass man die immer wieder neu zuklappen muss. Incredibles, Disney, Dornröschen, da fehlen uns auch noch eine. Dreamlight Valley fehlt uns noch eine. Elemental, Encanto, Findet Nemo, Fluch der Karibik, Herkules, König der Löwen. Ja. Lilo und Stitch, ist mir egal. Mickey und Freunde. Oben. Ralf reicht's. Wo ist Rapunzel da? Okay, wir haben ein anderes Bett. Wir haben das. Ach, wir haben das Sofa. Genau. Das Fenster haben wir. Das Bücherregal haben wir. Wir haben das Sofa. Wir haben den glänzenden Spiegel. Das ist der Kamin aus der Taverne. Das ist ein anderer. Ach, die Bilder haben wir ja doch. Die Bilder haben wir ja doch. Okay, habe ich nicht gesehen, dass wir die haben. Ja, das sind die, die wir gekauft haben. Den Schrank haben wir doch auch. Okay. Und die Corona-Spüle habe ich sogar, meine ich, im Bad stehen. Ich meine ja, die Spindel haben wir in unserer Werkstatt stehen. Die haben wir, müssten wir im Bad stehen haben. Das haben wir in der Küche und noch woanders da stehen. Ich glaube, im Bad auch nochmal. So ein Zimmer. Gitarre weiß ich, habe ich irgendwo stehen. Hängesessel habe ich tatsächlich. Wo habe ich den? Hab ich, wieso habe ich den noch nicht gesehen? Wieso habe ich den noch nicht gesehen? Okay, muss ich mal gucken, wo ich den aufhänge. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich muss mal echt mehr gucken, was wir haben. Okay, das bemalte Bett haben wir auf jeden Fall. Aber wir haben ja halt unser Frozen Bett. So, okay. Ich würde gerne Gewölbeschlüssel in der Ödnis. Okay. Dann gehen wir Liebe es, über vielleicht den in den Steinen Treibsandquallen. hinaufzusehen. Dann werden wir uns mal darum kümmern. In den Treibsand. Das wird bei ihm da oben sein. Da oben. Da hinten. Haben wir dich schon? Ich glaube, die. Ich glaube, weiß gar nicht. Haben wir dich schon? Ich muss ihn mir mal näher angucken. Okay. Die funktioniert halt genauso wie die Füchse und die, nee, wie die Dachse und wie die Waschbären und die Krokodile. Aber das habe ich schon vorher ein bisschen. Ich weiß gar nicht, habe ich dich schon gefüttert? Ja, doch, dich habe ich schon gefüttert. Du bist die hübsche Blaue. Die sehen so cool aus. Aber das ist die falsche. Menschen sind unglaublich. Sie entdecken, sie erschaffen. Ich meine, zieh dich doch mal um. Eine fehlt und es müsste eigentlich noch eine zweite unterwegs sein. So, hier in den Treibsand wahrscheinlich. Wahrscheinlich meint er den da. Ich hoffe, dass es das ist. Oder ist es da hinten der Treibsand? Gucken wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist der da hinten. Oh, halt. Das ist ein blauer. Ja, ist der da hinten. Der goldene hier. Er meint wahrscheinlich den hier. Hoffe ich mal. Er glitzert aber halt nicht. Gaston, soll ich mir jetzt Gedanken machen, mein Lieber? Soll ich mal die Schaufel rausholen und die auf den Hinterkopf hauen? Oh, apropos Schaufel. Apropos. Gaston, Moment, ich muss mal hier aufräumen. Danke. Hallo. Hallo. Nein, ich will nicht mit ihm sprechen. Ich will mit dir sprechen. Danke. Da, hier, Gaston, hast du was verloren? Ja. Achso, ist das Le Fou? Ich, oh, ich habe mich schon gefragt, wo ich den gelassen habe. Oh Gott. Okay, nur eine Frage. Warum? Oh, Le Fou hier ist ein Zweck gewesen, um meinen Geist während meiner Zeit in der Wüste wach zu halten. Das erinnert mich an,
Castaway. Wie hieß er? Wie hat er den nochmal genannt? Den Ball? Da muss ich jetzt selber mal gucken. Ich habe den nicht mehr im Kopf. Der hatte auch einen Namen gehabt. Was? Bitte? Nein, das interessiert mich jetzt nicht. Ah. Okay, das ist nur ja. Nee, ich habe gerade eben nur gelesen auf Google, dass das letzte Ein- und nach 3 Jahren Werbepause wieder zurückgeholt wird von RTL 2. Ganz ehrlich, ich nehme meine DVD lieber aus dem Regal und guck's, wann ich es Lust habe und nicht auf einem Sender irgendwo. So, wie heißt der nochmal? Cast. Away. Ball. Wilson. Wilson ist das. Heißt der Ball. Ein toller Film, kann ich nur empfehlen. Also Castaway. Das letzte eine und kann ich so oder so empfehlen. Mein Gott, wenn man das heißt in dieser Das ist so eine Anspielung darauf. Danke, dass du ihn gefunden hast, Senna. Lass uns nie wieder davon sprechen. Ich könnte ihn eigentlich mal wieder gucken, Castaway. Ist halt aber auch ein sehr langer Film. Also, wir können uns wieder auf die Suche nach dem Gehörbeschlüssel für das Juwel der Zeit machen. Du gehst vor. Ich denke, LeFou und ich werden jetzt zu meinem... Seine Farben muss aufgesperrt. Oh Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist mit dem Juwel der Zeit? Das Juwel der Zauberer erfunden hat... Und das nur mit dem Hörern kann, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, mach ohne mich weiter. Ich hab nachher, selbst wenn es einen Schatz gäbe, was dann? Hier gibt es nichts, wofür man ihn ausgeben könnte. Niemanden, den man beeindrucken könnte. Arg, wenn du mir schon nicht helfen willst, kannst du mir wenigstens ein bisschen mehr über diesen Skarabäus-Schlüssel erzählen, den du erwähnt hast? Läuft's gut. Der Täuschungszauber hat gesagt, dass er aus 2 Teilen besteht, die wie ein Skarabäus geformt sind. Und wenn du die Teile zusammensetzt, führt er dich zu einem Gewölbe. Das ist genau wie aus Aladdin, der Schlüssel, der zur Höhle der Wunder führt. Das ist genau das. Und konntest du irgendwelche Hinweise darauf finden? Alles, was ich gefunden habe, ist Sand und ab und zu ein Stück Schrott. Oh, und ein Teil von einem selbst... Gaston, aua. Au. 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 Mein lieber Gaston, wenn du in der heutigen Zeit eine Frau beeindrucken willst, dann darfst du nicht nur Muskeln haben, sondern auch Also nicht nur Muskeln in den Armen haben und in den Beinen, sondern auch im Kopf, mein Freund. Ja? Ja? Ich weiß, das verstehst du nicht, was ich jetzt meine. Du wirst dich auch fragen, wie kann man Muskeln im Kopf haben? Den kann man Gaston, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Es gibt 2 Dinge, die sind endlich. Das Universum und die Dummheit der Menschen. Nur beim Universum bin ich mir nicht mehr so sicher. Einstein. Und leider hat er recht. Le was? Ich sagte Metall, Käfer, hast du Sand in deinen Ohren? Gaston, beschreibe, was du für einen Skarabäus hältst. Du weißt schon, ein Skarabäus, ein langes, hohles Ding, in dem ein... Das ist kein Skarabäus. Das ist eine Schwertscheide. Eine Schwertscheide. Soll ich dir das buchstabieren, Gaston? Und soll ich dir das mit meinem Master Sword von Zelda in deine Bauch ritzen? Na wohl, wird schwierig. Das Schwert ist nicht scharf, weil es eine Deko-Waffe ist. Also die Klinge könnte, selbst wenn man sie schärfen würde, würde sie das nicht aushalten. Der Mann ist einfach... Oh, den haben die so gut hingekriegt. Oh, danke, liebes Spielestudio. Ihr habt Gaston super hingekriegt.
Karabäus am Müsenkäfer, genau wie der Maltalkäfer, den du gefunden hast. Jetzt möchte ich gerne. Welcher war das nochmal? Plattfuß am Nil? Oder nee, Plattfuß im. War das, hieß er Plattfuß am Nil oder hieß er Plattfuß in Afrika? Muss jetzt noch. Egal, egal. Der Bud Spencer-Film, wo er den auf den verrückten Professor trifft, der nach Käfern sucht, die angeblich Öl vorkommen, die angeblich bei Ölkoffer vorkommen würden. Dieser Professor würde dir seine Tasche so um die Ohren pfeffern, dass du bis ins nächste Jahrtausend nichts mehr hören würdest. Aber auch egal. Gaston, das kann nicht richtig. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wir geben es auf. Der Klügere gibt nach. Häng du mit deinem Kokosnusslefou ab. Ich übernehme das. Na gut, übrigens, ich habe den Kiff. Mutterkotel? Ursula, ich brauche eure Hilfe. Ich brauche bitte einen dringend schweren Fluch. Einen ganz schweren Fluch. Ich möchte Gaston irgendwohin verfluchen, wo wir ihn nicht wiedersehen. Also, ich würde sagen, selbst wenn wir das Haus hier fertig bekommen, ja, Gaston wird hier in der Wüste bleiben. Ich werde ihn nicht oben in die eisigen Höhen verfrachten. Nein, der hat das nicht verdient, in der Nähe von Elsa zu wohnen. Nein, ganz und gar nicht. Ich hätte Rapunzel nach Gaston machen sollen. Meine Hirnzellen leiden. Wahrscheinlich ist eines der Zeit. Ja, keine Sorge, ich habe das richtige Gerät dafür. Meine Sandung sollte mir helfen, ihn zu finden. Eve, du hast doch diese schönen Laserarme. Ja, kannst du mal da hinten in die Richtung schießen, da wo so ein komischer Typ mit einem orangen Hemd läuft, wo es kein Problem ist, wo du keine Hirnzellen treffen könntest. Du beschädigst nichts. Rapunzel, sei vorsichtig, bitte nicht in die Richtung gehen. Da ist Dummheit vergessen. Auch du nicht. Mickey, halt dich von da hinten fern. Okay, oh mein Gott, der Mann ist. Kann doch nicht so dumm sein. Oh mein Gott. Ja, das ist nicht der Skarabäus. Okay, hier müsste doch aber dann ein Zeitwirbel zu viel sehen sein. Nach dem Geier Skarabäus Bautel in der Wüste. Okay, ja. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wally! Mein guter Wally! Hallo, Wally! Dagobert, eine vernünftige Person. Ah, Wally, noch eine vernünftige Person. Ja, kommt alle um mich rum. Ich brauche vernünftige Leute um mich herum. Bitte, 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 bitte. Kommt alle zu mir. Kommt alle zu mir. Bitte, bitte, bitte. Oh ja, Jafar kommt mir auch gerade recht. Der ist auf jeden Fall auch klüger. Jafar, hallo. Wie ich sehe, hast du die Hälfte meines Skarabäus gefunden. Ich muss mich nur um den Gaston kümmern, der auch nach sozialen ausgenommen war. Ja, du hast mal mit. Danke, Jaffa. Danke, Jaffa. Du bist mir echt sympathisch. Das wird immer besser, die Quest. Oh, die Quest wird immer besser. Jetzt habe ich sogar Jafar zu als Schulter zum Ausheulen über Gaston. So geil. Oh mein Gott. Allerdings ist er sehr gut in Handwerkskunst geworden. Dein Fortschritt ist lobenswert. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, dass wir die Katastrophe abwenden. Ja, sofern wir Gaston nicht mehr brauchen, auf jeden Fall. Der ist schon eine Katastrophe allein für sich. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass das Juwel der Zeit in einem geheimen Gewölbe voller Schätze ist?
Gleich wollte ich deinen Eifer testen. Allerdings hatte ich gehofft, dass Gaston die Meisterarbeit für dich erledigt und ich mir von ihm den Skarabäus-Schlüssel einfach nur nehmen müsste. Oh Gott. Ich habe Gaston vor einiger Zeit mit dieser Aufgabe aufgedrückt, aber dieser Schwachkopf hat anscheinend keinen Fortschritt gemacht. Hättest du Rapunzel gefragt, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ich glaube, dass er zu einsam war, um produktiv zu sein. Er hat sich einen Freund aus Kokosnüssen gebaut. Aus Kokosnüssen? Ja, wir haben ihn gefunden, während wir auf der Suche nach dem Skarabäus-Teil waren. Ich finde es irgendwie süß. Es wäre möglich, dass er jetzt mit Begleitung nützlicher ist. Auch da wäre ich mir nicht so sicher. Die andere Hälfte des Skarabäus muss erst neu gefunden werden. Und Gaston könnte sich doch noch als nützlich erweisen. Ich will nicht. Ich will nicht. Begrenze deine Suche nicht auf die funkelnden Dünen. Der üppige Dschungel im Osten war immerhin mal eine Wüste. Na gut, ich sehe bei Gaston vorbei. Mache ich mich wieder auf die Suche. Muss das sein? Oh Mann. Habe ich den jetzt eigentlich schon freigeschaltet? Wenn dann überhaupt? Nee, noch nicht. Oh, vergessen. Ja, vergessen. Kannst du mich vergessen lassen? Bitte, 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 bitte. Ich kann es kaum erwarten. Ich krieg Kopfschmerzen. Was heißt hier, ich kriege? Ich habe Kopfschmerzen langsam. Ich glaube, ich muss mir gleich einen Film angucken. Irgendwas Vernünftiges. wie sieht's denn aus? Okay, wir haben noch nicht... wir essen mal ein bisschen was, dass wir unsere Energie aufpumpen können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo Schlange, hau ab hier, hau ab hier. Genau, das ist eine gute Idee. Wie läuft's, Gaston? Ich möchte sicher gehen, dass du eine Sache ich verstehe. Senna, Kokos und Hilfe ist keine Art von Begleiter oder Spielzeug. Ja, ja, klar. Ich habe ihn nur zum Zeitvertreib gemacht. Wie man das mit einem Spielzeug machen würde? Das ist doch absurd. Ich bin ein erwachsener Mann. Spielzeug ist für Kinder. Na, ich weiß nicht, ob du ein erwachsener Mann bist, so wie du dich verhältst. Also manches Kind ist wahrscheinlich schlauer als du. Also ich sag mal so, ich habe auch sehr viel Spielzeug. Ich muss ehrlich zugeben, ich war vorhin nach der Arbeit einkaufen, in einem Geschäft in der Nähe von uns, wo vor kurzem aufgemacht hat, auch ein größeres Geschäft, ich sage jetzt mal nicht den Namen, ist direkte Konkurrenz sozusagen zu unserer Muttergesellschaft, wo meine Arbeit zugehört. Und da bin ich, die haben auch eine kleine Spielzeugabteilung, da bin ich zufälligerweise über ein Plüscheinhörnchen gestoßen und ey, ich konnte nicht widerstehen. Also auch erwachsene Menschen können Spielzeug haben. Du sprichst wie jemand, der mit... Das Tor? Dreh dich mal bitte rum. Dreh dich mal bitte rum. Ich hol mal meine Longierpeitsche und zieh dir mal ein paar Mal über den Rücken, dass du es spürst. Gleiches erkennt sich. Versuch nicht, mich mit deinen Argumenten zu hintergehen. Gaston, keine Sorge, ich werde nicht keinen Kampf mit dir anfangen. Ich kämpfe nicht mit jemandem, der unbewaffnet ist. Warum interessiert es dich überhaupt, was ich von Kokos und Lefou halte? Das tut es nicht. Mich interessiert nur, was ich denke. Ja, von mir aus. Aber als ich zu meinem Lager zurückkam, wurde es mir viel zu klar. Ich bin vom gastonischen Weg abgekommen. Oh Gott. Es ist an der Zeit, dass ich meine beeindruckenden Aktivitäten wieder aufnehme und aufhöre, wie ein erbärmlicher Zimmermann zu schnitzen. Ich muss weiterziehen. Ja, tschüss. Hast du die Schwertscheide gefunden? Aua. Skarabäus, Gaston. Und ja, das habe ich. Ich will nicht schreien. Ich will nicht, dass das Mikrofon übersteuert. Mann, das ist die traurigste Folge, die ich je gemacht habe. Eine Hälfte geschafft. Ausgezeichnet. Bin dem grenzenlosen Schatz ein Stück näher gekommen. Also ganz ehrlich, da gebe ich lieber den Schatz, gebe ich lieber an Ska. Der kann damit mehr anfangen als du und der ist dann auch, denke ich mal, ein wenig
wird er mir mehr dankbar sein als du. Oh Gott, ich sehe es noch kommen. Ich glaube, wenn ich den mit auf die andere Insel nehme, der wird von Scar gefressen, 100 pro. Oder vom Biest zerrissen oder von Maui in den Boden gestampft. Keine Ahnung, was zuerst passieren wird, aber er wird sich bestimmt mit irgendjemandem in die Wolle kriegen, irgendjemanden auf den Schlips treten, der ihm richtig auf die Nase haut. Ja, Biest mag ihn ja sowieso nicht. Okay. Willst du vorankommen, indem du mir hilfst, das andere Scarapeus-Teil zu finden? Nicht jetzt. Ich muss erstmal eine Weile robuste und männliche Dinge tun. Seit wann braucht... Oh Gott. Darf ich fragen, was das bedeutet? Ach, du weißt schon, das Übliche von einem Gipfel in die Ferne starren. Ja, Gaston. Das ist was Schönes. Das habe ich auch eventuell selber wieder nächstes Jahr vor. Wenn ich zu den Orten meiner Kindheit zurückkehre, im Allgäu. Aber da werde ich nicht vom Gipfel runterstarren. Da werde ich mich ins Gipfelbuch eintragen und ich werde Fotos machen. Und nicht in die Ferne starren. Als ob das wahre Helden machen. Meinen Mut gegen die Kräfte der Natur zu testen. Ah ja. Ah ja. So etwas in der Art. Viel Glück, denke ich. Vielleicht entdecke ich das andere Skarabäus-Teil, während ich durch auf die Landschaft schaue. Ja, klar, es wird dir entgegenblitzen aus dem Tal. So kurz, so bling. Also gut, ich werde mich in ein paar Stunden wieder bei dir melden. Ich denke, ich kann in der Zwischenzeit ein wenig erkunden, welche Geheimnisse die Insel Ewigkeit haben könnte. Natürlich ist das für mich. Der Mann macht mich wahnsinnig. Der Mann macht mich wahnsinnig. Ich habe eine tolle Idee. Ich habe eine tolle, 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 tolle Idee. Meine Lieben, wir werden zum Abschluss noch jemand anderes ins Boot holen. Dazu gehen wir zu Merlin. Beziehungsweise nein, wir gehen dazu, wir brauchen, glaube ich, gar nicht Merlin nicht mehr ansprechen, oder? Grüß, mein Liebe. Was haben wir denn? Etwas klopft an die Tür. Magie, ich habe gespürt, dass im Vergessen etwas passiert. Du solltest es untersuchen. Super. Irgendwelche anderen Vorschläge? Hast du das Tal durchsucht? Es muss noch mehr Matroschka-Puppen geben. Nee, wir haben schon Matroschka-Puppen. Das habe ich nämlich mit Bella gestern... Ja, naja, nicht gestern, sondern... Na ja, gut, doch, es ist jetzt eigentlich schon gestern. Wir haben ja schon relativ spät, es ist ja nach der Arbeit. Habe ich im Stream Jack Skellington von A Nightmare Before Christmas geholt. Weil sie war so ein bisschen verzweifelt, da habe ich ein bisschen ihr ein wenig geholfen, indem ich mich mal ein bisschen mit Tante Google beschäftigt habe, die Quest zu machen. Ja, witzigerweise ist es mir dann auch relativ schnell aufgefallen, es hätte mir auffallen müssen eigentlich, wie man Jack Skellington ruft. Und deswegen werden wir jetzt, nachdem wir Rapunzel und einen Knallkopf hatten, werde ich jetzt noch einen vernünftigen Person auf meine Insel holen. Dass wir wenigstens mit zwei vernünftigen Wesen hier heute zu tun haben. Ja, gut, drei mit Eve und den anderen. Also, weiß nicht. Also, selbst Maui hat mehr Gehirnschmalz. Da müssen wir aber jetzt erstmal uns die Matruschka holen. Und dann werden wir uns den lieben Jack Skellington nämlich auch hier herholen. Können wir das bitte entfernen? Danke. So, wo sind sie denn? 1, 2, 3, 4 und wir haben eine ganz schöne Menge Zeug wieder im Inventar, dass wir mal gerne mal ein paar Sachen rüberschaffen. Beziehungsweise wir können mal das Zeug auch hier rüberschaffen, dann ist das mal weg. Das Skarabäusstück in der Wüste, das haben wir hier hin.
Das wird das später jetzt erstmal, das können wir so lassen. Gut, dann Eve, aus dem Weg. So. Dann können wir uns den lieben Jack Skellington nämlich auch holen. Ich hätte eigentlich auch viel früher drauf stößen müssen. Aber mir ist dann nicht so ganz aufgefallen, wie... Oh, ich muss ernten, sehe ich gerade. Na, jetzt nicht. Was sind das eigentlich? Ach, das sind... Nee, das sind... Was sind das für Beeren? Okay. Das sind Melonen. Ah ja. Was können wir, was das für Beeren waren? Ja, ihr seht den Baum hier. Ich hätte eigentlich dran denken müssen, denn im Film... Ja. Denn im Film... Schön, dass der auf der falschen Seite ist. Oh, jetzt aktiviert er sich. Bäm! Es aktiviert sich. Ums! Heiße Jack Skellington willkommen. Yay! Der ist auch nicht gerade klein. Hallo Jack, mein Freund. Ah, oh, schön. Wir haben Jack. Wir haben Jack und er ist, naja, er ist etwas größer, wie man sieht, als die anderen. Was ist das? Ich Hallo. Wittere ein Abenteuer. Ja, ich auch. Bist du Jack Skellington? Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich weiß alles über dich in Halloween Town. Muss ich auch jetzt wieder gucken. Vor Weihnachten ist das genau der richtige Film neben dem Grinch und Santa Claus und das Wunder von New York. Und, was war's nochmal? Ich hab den Film Elliot. Elliot, nicht Elliot, das Schmunze. War das das Elliot? Okay, jetzt muss ich nochmal gucken. Okay, jetzt brauchen wir nochmal Tante Google. Wir gucken jetzt nochmal hier. Film? Nee. Nein, Ponyherz will ich nicht. Doch, Elliot. Elliot, das kleinste Rentier. Ein wunderschöner Film. Ich mag ihn auch sehr. Auch ein toller Film. Könnte ich auch mal wieder gucken. Ich erinnere mich gerne an meine Zeit hier. Bist du diejenige, die mich hierher zurückgeholt hat? Ja! Nee, Oogie Boogie war es nicht. Vielen Dank für den Hinweis. Bin sehr froh, wieder hier zu sein. Greenlight Valley braucht immer die Art von Schrecken, die nur ich liefern kann. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Was für ein schöner Empfang. Ich spürte den Nachthall der Magie, als das Tal wieder bevölkert wurde. Aber als ich zurückkehren wollte, blieb ich auf dem Feiertagsweg hängen. Das ist das mit dem Baum. Dazu muss man den... Man muss dazu den Film kennen, weil Jack findet ein Portal in einem Baum bei sich in der Welt und dann findet er den einen anderen Baumportal in die Weihnachtswelt. Wird seltsam. Vielleicht hatte die Feiertagsmagie unerwartete Wechselwirkungen mit der Dreamlight-Magie. Trotzdem bin ich froh, dich wieder im Tal zu haben. Wunderbar. So, jetzt gibt's was. So, jetzt gibt's was zu tun. Mhm. Könntest du mir zunächst einmal helfen, mich einzuleben? Klar, lass uns einen gut für dich Ort für dich finden. Ich muss los. Gut, da brauchen wir nicht lange überlegen, denn der liebe Jack kommt definitiv hier oben hin. Weil der passt so super hier hin. Ich muss unbedingt dann auch mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn sein Haus? Nee. Nee. Jack Skellington das Haus. Ah, es ist gar nicht mal so groß. Okay. Wir packen es erstmal hier hin. Ich werde es auf jeden Fall nochmal umstellen. Einem Restaurant immer willkommen. Hallo. Komm, Onkel Dagobert. 5000, easy peasy, lemon squeezy. Ach du meine Güte, das wird ein tolles Haus. Ja, jetzt bin ich selber mal gespannt. Jack Skellingtons Haus ist da. Tag. So, dann betreten wir das mal und gucken wir uns mal das schöne Heim. Oh, ja, schön. Oh, das ist cool alles hier. Der Tisch. Ich habe es ja bei Bella gesehen gehabt. Und ja, das ist die Schränke sind echt
Mega cool. Die Tafel ist auch cool. Das ist der Plan mit dem Weihnachten. Also man muss wirklich den Film dazu gesehen haben, damit man ein bisschen sowas versteht. Sein Bett. Naja, kann man. Naja, sein Sofa eher gesagt. Hey Jack. Oh, dieses Haus ist perfekt, Senator. Gefällt es dir? Ja, natürlich. Ich spüre schon, wie sich die Ideen in meinem Schädel zusammenbauen. Aber ich frage mich, oh, wenn ich über den Feiertagsweg herkommen konnte, bedeutet das, dass der Feiertagszauber und die Magie hier miteinander verbunden sind? Scheint so. Wie wunderbar. Jetzt richte ich mich erst einmal ein, bevor ich mich aufmache, um die Wunder des Tals zu entdecken. Ich bin hier, wenn du das brauchst, Jack. Ja. Wiedersehen, mein Freund. Tja, hab einen schrecklichen Tag. Oh. Möchtest du mit mir ein paar Schrei üben? Klar, lass uns das machen. Wunderbar, dann fangen wir ganz einfach an. Ein einfacher Aufschrei. Arg. Sehr gut. Versuch einen weiteren Schrei. Aber diesmal länger. Oh, ich mach den Aufschrei. Ein furchteinflößender Hauch. Jetzt höher. Ein richtiger schriller Schrei. Das hat großartig gemacht. Oh, ich finde das so cool. Also, er ist auch ein cooler Charakter. Und es ist wirklich ein toller Film. Das kann man wirklich. Also, dem werde ich hier auf jeden Fall einen schönen, schaurigen Garten hier irgendwo hinballern. Das heißt, ich werde irgendwann über kurz oder lang die Beete mal ein bisschen verändern müssen. Und ich glaube, mal ein bisschen gebietsweisend kleinere Beete machen. Mal so ein bisschen versteckt bei den Häusern, so ein bisschen kleinere Beete machen. Da komme ich nicht rum. Gut, dann gucken wir mal, was er denn so alles kriegt. Charaktere 100. So, wo bist du denn, mein Freund? Da ist er. Was kriegen wir denn bei dir? Oh. Ach ne, ja, genau. Bei ihm kriegen wir auch das Weihnachtsmann-Outfit, aber das haben wir noch nicht. Ich sollte mal Rechtsklick machen, nicht Linksklick. Das bekommen wir zum Schluss. Oh, das ist cool. Wir bekommen den Baum. Wir bekommen, ich weiß nicht, was ist das? Und dann noch was anderes. Das sind schon, das 3 dürfte, ist das Gesicht von Oogie Boogie. Ist das, oder ist das sein? Nee, das ist sein Lächeln. Oogie Boogie ist, glaube ich, die 9. Müsst ihr den Film nochmal gucken. Das ist der, dem sein Gegenspieler. Nee, Oogie Boogie ist ja eigentlich so mehr so ein, so wie so ein Sack. Da sind ja lauter lebendes, da sind ja lauter Insekten drin. Oogie Boogie ist da nicht dabei. Aber so viel kriegen wir gar nicht von ihm. Bis auf sein Kostüm und der Weihnachtsbaum ist es ehrlich gesagt ganz gar nicht so interessant, was wir von ihm kriegen. Schade, ich hätte jetzt mehr erhofft. Aber gut, das sind Sachen, die wir bei ihm alles platzieren können, die wir da kriegen. Das ist schon mal ganz okay. Gut, wir haben ja noch die anderen Sachen bekommen. Ich habe ja noch ein paar Sachen eingekauft bei Onkel Dagobert, die wir dann bei ihm hin platzieren können. So riesig ist ja sein Haus zum Glück nicht. Das heißt, wir können es hier irgendwo schön platzieren. Müssen wir nochmal gucken, wo genau. Ich denke mal da hinten in der Ecke, machen wir das. Wenn wir die Bäume hier ein bisschen verschieben. Hier in der Ecke. Wir werden ja, denke ich mal, noch ein bisschen mehr von Halloween Town irgendwann bekommen. Beziehungsweise auch noch ein bisschen düstere Häuser. Ich gehe mal von auf, dass wir auch Maleficent aus dem Arealverfilmung vielleicht bekommen werden. Na, mal schauen. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir haben schon wieder eine recht lange Folge. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Dreamlight Valley. Und dann können wir mit dem döseligen Gaston hoffentlich weitermachen. Also, bis dann. Tschüss.